Hi Leute, ich bin wieder zurück. Ich habe wieder eine Brand News Box, wie ihr hier neben mir seht. Das ist jetzt die vom Monat September. Und nachdem ich eben mein aufgebrauchtes Video gedreht habe, dachte ich mir, okay, gut, die Box steht noch rum. Ich drehe das Video jetzt auch noch. Und das ist sie. Sie ist diesmal recht leicht. Und ich mache sie gerade mal auf. Und so sieht sie von innen aus. Ich stelle sie zur Seite. Und dann, salut, du süßer September. Steht schon mal drin. Und dann sieht man hier einmal die Produkte. Ich werde jetzt nicht weiter reingucken. Und als allererstes kommt mir etwas Interessantes entgegen. Das ist von XOX Snacks. Snacks, Snack und Gebäck seit 1908. Und zwar Poki Flips Pitty Platsch. Ja, das ist anscheinend von unser Sandmännchen. Ihr kennt das ja noch, das Ostsandmännchen, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Haben wir jetzt das Ostsandmännchen oder das Westsandmännchen? Ich meine das Ostsandmännchen. Aber egal. Das sind auf jeden Fall so Schokoflips. Ich kann darunter noch gar nichts mehr vorstellen. Maisnack mit Kakao, okay. Das sind wahrscheinlich diese polnischen Maisdinger, die nach gar nichts schmecken, nur mit Schoko. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Ich werde sie immer mal wieder ein bisschen klammern. Ich bin davon noch nicht so. Ich bin noch nicht so angetan. Sie sehen ein bisschen aus wie Frühstückszerealien. Gemixt. Also diese Schoko-Frühstück-Dinge. Gemixt mit Erdnussflips. Obwohl da keine Erdnuss drin ist. Aber ich finde, sie sehen aus wie diese Schoko-Chips mit Erdnussflips gekreuzt. Interessant. Auf jeden Fall sehr kalorienreich und nichts für, also für mich nicht zum Nachkaufen, weil ich echt auf meine Figur ein bisschen mehr achten möchte. Dann etwas. Kraft Hugo Wine and Beer. What the fuck? Es ist ein Hugo Bier. What? Also hier, so sieht die Flasche aus. Sie ist recht groß. Sie ist recht klar. Also aromatisiert. Ah, okay. Nein, es ist Hugo mit Bier, kein Bier mit Hugo. Okay, also es ist ein aromatisierter, weinhaltiger Cocktail mit 10% Bier. Kraft Hugo ist eine Kombination aus dem spritzig-trendigen Hugo-Cocktail und dem herben Geschmack von Bier. What? Also ich mag Hugo nicht, aber ich mag Bier. Ich probiere es. Ich kann mir da nicht viel drunter vorstellen und ich würde es mir wahrscheinlich nicht nachkaufen, weil ich eher der normale Biertrinker bin. Und Hugo, nein, bis jetzt habe ich noch keinen wirklichen Hugo getrunken, mal so genippt und so. Aber Hugo von mir aus gekauft und getrunken, nein, habe ich noch nie. Dann kommt hier das News Magazine, TV Sterneküche, Rezepte von Frank Rosin. Süßes Soul Food, Tipps für ein perfektes Crumble. Schöner Gruseln, hausgemachte Halloween-Deko. Das finde ich interessant. Wo die Kürbisse wohnen, unterwegs zu den schönsten Kürbishöfen. Ist ein interessantes Thema, gerade das mit den Deko-Ideen. Ich blätter mal kurz durch. Ja, da sieht man hier ein paar gruselige Halloween-Ideen. Wobei ich finde, dieses Mumien-Ding finde ich irgendwie eher lächerlich, aber okay. Ansonsten, ja, mal gucken, was da so nachher drin steht. Das ist ekelhaftes Stroh. Aber okay. Jo, dann klingelt mein Handy mal wieder, wie in jedem Video. Und etwas, wovon ich begeistert bin, weil es Ovomaltine ist. Hier ist Ovomaltine Starter Pack. Keine Ahnung, warum Starter Pack. Malzhaltiges Getränkepulver. Ich wusste gar nicht, dass da Malz drin ist in Ovomaltine. 1 Euro sofort. Wie muss es jetzt klingeln? So, nachdem ich eben vom Telefon unterbrochen worden bin, habe ich mich weiter, also ich beschäftige ich mich weiter mit Ovomaltine. Es ist jetzt blöd, dass ich jetzt Cut reinmachen musste, aber ja, ist halt jetzt so. Ja, kalorienreich, extrem viel, aber warum Starter Pack? Ah,
Ah, unverkäufliches Produktmuster. Ah, okay. Es ist anscheinend ein Probepack. Weil da steht auch nicht viel drin. Es ist nur... Ja. Also es sind 200 Gramm und es gibt es normalerweise nicht in dieser Größe. Ich liebe Ovomaltine und ich mag diese Aufstriche und wenn ich sündige, dann mit Ovomaltine oder Nutella. Dann etwas anderes und zwar von Barilla Pesto Rustico mediterranes Gemüse, ja, Legume mediterran, feinstückig, yay! Ein Pesto von Barilla, ich sehe schon, da sind Zucchinis drauf, ich esse keine Zucchinis. Das ist das Problem bei mir mit dem gesunden Leben, ich esse sehr vieles nicht, ich ernähre mich dann noch recht einseitig. Ich liebe Paprika, ich esse Tomaten, ich esse Mais, ich esse Karotten, ich esse aber keine Auberginen, keine Zucchinis. Vieles so, was in diesen Alternativprodukten zum für also gesunde Rezepte ist. Es wird viel mit Zucchini, mit sowas, Auberginen, so mediterranes Gemüse gemacht. Das ist leider bei mir durchgefallen. Ja, und dieses Pesto, ich werde es einfach weitergeben und... Ich mag es einfach nicht, das weiß ich jetzt schon und ja. Dann ist die obere Etage der Box leer. Dann, oh, das ist eine Box zum Sündigen, wie ich hier sehe. Soßenpulver zum Kochen. Schokolade. Okay. Wenn man das so erstmal Soßenpulver zum Kochen liest, denkt man sich so, oh, eine Rahmsoße gerade oder eine dunkle Soße und dann steht da Schokolade. Das ist von Komet. Und ja, es ist anscheinend irgendwie so eine Schokosoße, so wie Vanillesoße. Ja. Genau, besonders gut schmeckt diese Soße zu einem Pudding. Ja. Okay. Hier ist Stärke, fettarmes Kakaopulver, Speise, Salz, Aroma. Okay, Kernspuren von Weizen, Haselnüssen, Milch und Vollalpulver enthalten. Okay. Und 50 Gramm Zucker. Okay, also hier sind 34 Gramm Soßenpulver drin und da gehören noch 50 Gramm Zucker rein. Wow. Wow. Und dabei ist es noch gar nicht mal so gehaltvoll. Also für 100 Gramm kriegt man trotzdem nur 115 Kilokalorien raus. Bei der Menge Zucker und 3,5%iger Milch. Wenn man den Zucker jetzt ein bisschen ersetzen würde durch andere Süßungsmittel. Und fettarmere Milch nimmt, dann ist das ja fast sogar gesund. Zumindest für Schokosoße. Okay. Dann Bonbons von Kaiser. Waldhonig, Salbei, Hustenbonbons. Ich werde sie mir ins Auto tun, also irgendeiner wird es essen. Ich bin nicht so der Salbei-Fan und ja, ich denke mal, an irgendjemanden werde ich das weitergeben können. Da sind jetzt 90 Gramm drin, 3 Tannen Qualität. Ja, diese Bonbons von Kaiser sind immer gut. Also bis jetzt jede Sorte, die ich hatte, haben irgendwie irgendjemanden, entweder mir oder jemand anderem geschmeckt. Ja, deswegen Bonbon. Dann etwas in einer Plastikflasche und zwar The Fresh Tea Shop. Hochwertige Zutaten ohne künstliche Aromen. Schwarzer Tee, Kalamansi, Geschmack. Direkt aufgebrüht aus ganzen Teeblättern. Ich werde schon wissen, dass es mir nicht sehr schmeckt, weil auch gerade die Arizona mit schwarzem Tee schmecken mir nicht so sehr. Mit Orangen- und Limettensaft und Kalamansi-Geschmack. Fruchtgehalt 3%. Okay. Ich werde das mal probieren. Aber ich werde davon wahrscheinlich nicht sehr angetan sein und ja. Da sind übrigens 500 Milliliter drin.
dann etwas. Ich habe schon davor gestanden und wollte sie mir kaufen. Und ich finde es toll, dass sie jetzt hier drin sind. Wobei ich es auch wieder nicht toll finde, weil ich jetzt was zu naschen habe. Vegane Gummibärchen. Von Haribo, von der Fruit Mania. Einmal Berry. Da bin ich und die bin ich schon herumgeschlichen. Da wollte sie mich kaufen. Und ja, da sind wahrscheinlich ja, 175 Gramm. Und das ist Erdbeere, Brombeere, Heidelbeere, Himbeere und schwarze Johannisbeere. Und die Beeren sehen anscheinend auch so aus, wie sie schmecken sollen. Und finde ich richtig toll. Sind halt Gummibärchen, sind wieder gehaltvoll und machen fett, auch wenn sie vegan sind. Dann haben wir noch Lemon. Naja gut, die finde ich jetzt nicht so toll. Ich merke schon, sie sind ein bisschen fester. Finde ich aber nicht so schlimm. Hier ist Zitrone, Limette, Blutorange, Saftorange und Pink Grapefruit drin. Und ja. Also Fruchtsaft ist drin, klar. Und sind sie mit überhaupt irgendwas gesüßt? Ja, sind sie mit irgendwas gesüßt? An erster Stelle steht Zucker. Also wenn mein Handy oder mein Telefon mich nerven können. Okay. Ja, also sieht sehr, sehr gut aus eigentlich. Ja. Ich werde sie probieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, dass es nur eine kleine Packung ist. Und zwar von Kasani Schokobananen Minis. Also ich kann davon ein, zweimal essen. Aber danach ist auch Schluss. Und hier sind 110 Gramm drin. Das ist echt einiges. Und ja, die sind sogar Fairtrade. Und ja, es ist auch mal wieder ein schöner Snack. Mal so nebenbei, wobei ich abnehmen will. Und diese Box mich gerade mit Süßigkeiten vollhaut. Gut, ich muss mal kurz gucken. Okay. Und dann das letzte Produkt. Dann ist nur noch Stroh drin. Pickup Mini Schoko und Milk. Neu. 12-mal ist ein Pickup hier drin. Und das sind diese kleinen Pickups. Und ich habe früher schon die großen Pickups geliebt. Und ich finde ganz ehrlich, die kleinen sind eine bessere Alternative, auch wenn sie teurer sind. Weil wenn ich mich jetzt in meine Schulzeit erinnere, ich habe mir immer einen Kornriegel, ich habe mir immer ein Pickup mitgenommen. Und ich habe mir noch ein Brot mitgenommen. Wenn ich mir denke, wenn ich nur mittlerweile ein Energy Ball zum Beispiel gemacht hätte, anstatt ein Corny, oder ein kleines Pickup, wäre ich deutlich gesünder weggekommen. Ich hatte trotzdem was zum Naschen gehabt. Etwas Gesundes. Ich fand immer, die Müsli-Riegel waren so die gesunde Alternative zum Naschen. Ja. Jung und naiv halt. Und ja, wieder Süßigkeiten. Ich bin einfach fasziniert. Die Box will mich fett machen. Dabei bin ich schon der Fett. Aber gut. Ich habe mir das ja letztens wieder anhören können, dass ich eigentlich nicht so dick bin. Ich finde aber, wenn ich mich selbst nicht wohlfühle, weil ich selbst finde, ich bin zu dick, dann bin ich das. Ich strahle es zwar nicht nach außen aus, weil ich mich wohlfühle in meinem Körper. Aber innerlich fühle ich mich zu dick. Ich weiß, es widerspricht sich so ein bisschen, aber ja. Ich will abnehmen, finde mich trotzdem irgendwie zu dick, aber ich fühle mich wohl in meinem Körper. Und auch irgendwie nicht. Das ist ein komplexes Thema. Das verstehe ich nicht, das muss auch keiner verstehen. Ich will einfach abnehmen und will wieder so aussehen wie früher. Bisschen verändert, ein bisschen mehr Gothic. Aber ich will wieder so ein bisschen sein wie früher. Zumindest von der Figur. Ja, genug von Kalorien und ja. Eine gesunde Box war das ja jetzt nicht. Mal gucken, ob sie sich wenigstens preislich gelohnt hat. Wir fangen an mit Haribo. Kostet jeweils 95 Cent die Packung. Ja, ist ein bekannter Preis für Haribos. Gibt man auch mal aus, wenn man mal wirklich Bock auf Gummibärchen hat. Ja, dann habe ich Leibniz Pickup Minis. Kosten 1,79 für die 127 Gramm.
glaube, ich rede zu schnell, weil immer, wenn ich zu schnell rede, fange ich an zu gehen. Aber okay. Achso, die Haribos gibt es erst seit September diesen Jahres. Und ich habe sie trotzdem schon im Laden gesehen. Oh mein Gott. Ich war zu viel einkaufen. So, dann Leibniz Pickup Minis. Und zwar gibt es die seit April 2016. Da gab es auch schon viel Fernsehwerbung. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass die jetzt auch drin sind zum Probieren. Weil da musst du mir nicht kaufen zum Probieren. Und ja, ich habe eigentlich doch immer irgendwie was zu naschen da. Hauptsächlich, wenn ich Besuch bekomme. Naja, gut. Wenn es dann irgendwann anfängt, schlecht zu werden, bevor es anfängt, schlecht zu werden, verteile ich es an meine Mädels und ja. So, dann dieses Pitty Platsch Schoko Flips ist ein Tipp, die gibt es anscheinend schon seit Februar 2016, also doch noch nicht so lange, aber ist trotzdem nicht als neu gekennzeichnet. Kosten 1,50 die Packung, ja. Ich bin auch nicht so ganz begeistert davon. So. Dann die Schokobananen sind ein Tipp, kosten 99 Cent die Packung und da steht gar kein Datum, die gibt es anscheinend schon ewig. Na super. Gut, also Ovomaltine Kakao. Ovomaltine ist die Schweizer Nationalenergie, die für ganz viel Power sorgt. 2,99 für 200 Gramm. Das wird jetzt 200 Gramm. Ich weiß echt nicht, was da, warum da unverkäuflich irgendwas steht. Wo steht das nochmal? Unverkäufliches Produktmuster. Wahrscheinlich eher wegen der Verpackung oder so. Ich weiß es nicht. Also ich liebe einfach Ovomaltine und ja. Yeah. Ich trinke es gerne. So als Abwechslung. Dann The Fresh Tea Shop gibt es seit Mai 2015, ist auch ein Tipp, kostet 1,29 für die 500 Milliliter. Ich werde es mir ins Auto legen, ich werde es trinken, wenn ich unterwegs bin, aber ja. Dann, dieser Kraft Hugo kostet 2 Euro für den halben Liter, gibt es seit Juni diesen Jahres und ich bin ehrlich gesagt nicht davon begeistert. Dann das Komet Soßenpulver zum Kochen, kostet 29 Cent, also doch teuer. Gibt es seit September diesen Jahres. Ich habe Komet noch gar nicht in den Supermärkten gesehen. Ich weiß nicht, in welchem Supermarkt es die gibt. Ich bin mal gespannt, ob sie an Dr. Oetker rankommen und was es noch für Sorten gibt. Dann haben wir Barella Pesto Rustico 1,59 seit Januar 2015. Ich meine sogar, weil hier ist noch das mit den getrockneten Tomaten auch abgebildet. Das hatte ich schon mal in der Brand News Box. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich hatte das schon mal. Dann auch ein Tipp sind die Bonbons von Kaiser für 1,29. Und dann macht das schon. Ja, das war's schon. Und ich fand jetzt die Produkte, hat jetzt keins so preislich rausgehauen. Klar, der Wert der Box ist erreicht. Das Ovomaltine ist somit das teuerste, was so drin war. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, das teuerste Produkt hat mich am meisten angesprochen. Und das finde ich auch ganz gut. Es wäre blöd, wenn das teuerste Produkt irgendwas ist, was ich dann einfach weggeben würde. Und ich werde fast gar nichts weggeben, bis auf das Pesto und die Bonbons. Eventuell diese Bananen noch. Und ja, ich bin nicht sehr begeistert und doch irgendwie begeistert. Ich finde es toll, dass die Pickups, die Haribos, die Ovomaltine drin sind. Der Rest ist so, naja, bis geht gar nicht. Wie das Pesto zum Beispiel, das mag ich halt gar nicht. Das Hugo Bier irgendwas finde ich seltsam. Ja, mal gucken. Und ja. Dann würde ich einfach mal sagen, ich räume hier ein bisschen auf und sage dann tschüss, bis zum nächsten Video.